Zwei Typen von Atemschutzmasken sind überwiegend im Einsatz, N95 und FFP2 mit Zwei-Wege-Schutz. Sie filtern die Luft beim Ein- und Ausatmen. Sie können mindestens 94% der Kleinstpartikel in der Luft abhalten, darunter Bakterien und Viren. Wer sie trägt, reduziert das Risiko einer Weitergabe von Mikropartikeln oder Speicheltröpfchen und Sekret aus den oberen Atemwegen. Wenn die Maske korrekt sitzt, kann beim Ein- und Ausatmen entlang der Ränder Luft entweichen. Für medizinisches Personal empfiehlt die Weltgesundheitsorganisation eine solche FFP2-Maske. Zudem gibt es den einfachen Mundschutz. Gesundheitsbehörden empfehlen allen infizierten Menschen, eine solche Maske zu tragen. Sie verhindert die Übertragung von Tröpfchen an nicht infizierte Menschen. Sitzt sie zu locker, kann sie beim Atmen undicht sein. Einmal angezogen, sollte sie nicht mehr mit den Händen berührt werden, um eine versehentliche Kontamination zu verhindern. Atemschutze sollten regelmäßig ausgetauscht werden, mindestens alle 4 bis 5 Stunden. Benutzte Masken sollten als Abfall entsorgt werden. Die Träger sollten sich im Anschluss die Hände mit Seife waschen und desinfizieren.